Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Nun gut. Herausforderung des Indrik. Herausforderung des Ankers. Üble dädrische Schöpfungen fallen vom Himmel. Tilgt eure Gegenwart aus dem Land, das als Auridon bekannt ist. Herausforderung. Ich mach das. Ich weiß nicht, ob man das später nochmal ansehen kann. Ich mache lieber einen Screenshot. Herausforderung der Zusammenarbeit, schart weitere Helden um euch und stellt euch anderen Champions, die nach Ruhm streben. Also erstmal Anker, aber was meinte er vorhin mit der Arena? Das ist ja nicht in Auridon. Herausforderung der Stärke. Abscheuliche Wesen überlegener Stärke warten in den Gewölben von Auridon. Auf eure Herausforderung, erschlagt sie, beweist, dass ihr stärker seid. Also, das andere hat damit Verliesen zu tun. Ich weiß aber jetzt nicht, er hat ja gesagt, ich soll sie wählen. Also muss ich theoretisch eine von den vier Herausforderungen wählen. Herausforderung der Reinigung. Die Unlebenden erheben sich und beschmutzen die Reinheit des Landes Auridons. Nutzt eure Stärke und schickt die Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Ja, Untote. Vielleicht Zombies? Ich bin gerade am Überlegen. Zombies hätten wir in Auridon. Ach so, oder Vampire. Wobei Vampire jetzt nicht direkt untot sind, ne? Die Zombies, die sind wirklich untot. Obwohl, da steht die Unlebenden. Also theoretisch könnten es auch Vampire sein. Unlebende. Statt Untote. Aber das zweite weiß ich nicht genau, was das sein soll. Herausforderung. Schart weitere Helden um euch und stellt euch anderen Champions, die nach Ruhm streben. Ob die damit die Weltbosse meinen? Das könnte eventuell sein. Dass man, wäre logisch, dass man Anker macht, Weltbosse oder Verliese. Schließt zwei Herausforderungen ab. Ja gut, dann werde ich mich mal auf den Weg machen und mal gucken, was gerade so verfügbar ist. Also ob gerade irgendwo ein Anker läuft. Das geht eigentlich recht schnell. Ja, ich habe schon geahnt, wir kommen dann hier wieder auf. Also ich mache mich mal auf den Weg und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sozusagen die Lösung habe und den Weg herausgefunden habe. Bis gleich. Also, wir haben einen aktiven Anker. Und auch Untote dabei, sehe ich gerade. Zwei gefährliche Widersacher, sehr schön. Tägliche Bestrebungen haben wir auch direkt mal miterledigt. Okay, Zombies sind auf jeden Fall drin bei Untote, habe ich gerade festgestellt. Wir haben aber noch nicht alle. Der Zweck und die Mittel sind eins. Und ihr seid beides. Ja, dann portet der sich aus meiner Ulti hier raus. Ich glaube, packt. Wunde, Dreck, ihr ärgert einen mächtigen Feind. So, ich hoffe, man kann mich noch einigermaßen verstehen. Ich brülle jetzt hier mal so ein bisschen ins Mikrofon rein. Den Anker haben wir erledigt. Hier ist übrigens noch ein Buch, also für alle, die mal hier oben beim Anker sind oder zum Anker hinkommen wollen, wie auch immer. Wir haben jetzt schon die Untoten. Das heißt, Zombies sind auf jeden Fall mit drin. Ich weiß aber nicht, ob auch Vampire gemeint sind. Ich habe wohl beim Porten gemerkt, hallo, bleibst du mal stehen, dass wir auch natürlich die Gewölbe machen können. Die werden hier nochmal markiert. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ondul, das ist das, wo wir eben waren. Da
müssten wir dann quasi hier draußen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das dazu zählt. Ah ja, ja, ja. Vampire gehören auch dazu. Das ist gut. Dann bringen wir die doch mal eben um hier. Mehr. Bleib stehen. Was ist das für ein Idiot? Wo ist der? Wo geht der hin? So, die Untoten werden dann damit auch erledigt. Also Vampire zählen dazu, Zombies zählen dazu, beziehungsweise die Unlebenden, so stand es ja da drin. Und den Anker haben wir gemacht und ich vermute, dass das eine Weltbosse bedeutet. Ja, oder halt Verliese abschließen bedeutet dann wahrscheinlich, ja, dass ihr das Verlies wirklich abschließen müsst oder dass ihr nur den Endboss da besiegen müsst. Da bin ich mir jetzt natürlich nicht so sicher. Benutzt einen Wegschrein, um schnell zur Schola zu gelangen. Das werden wir mal tun. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie wir da eigentlich hinkommen. Der zeigt uns das an mit der Magiergilde. Wir können ja nicht direkt über Westauen oder so dahin, ne? Das wäre jetzt mal eine gute Frage. Wie wir eigentlich, weil über die Liste kommen wir selber definitiv nicht dahin. So wie es aussieht, kommen wir über die Magiergilde dahin. Ich werde mal eben hinreisen und dann mal schauen. Ja. Wir müssten ja eigentlich theoretisch ein Portal drinnen haben oder so. So, wo laufe ich denn jetzt hin? Ich laufe hier gerade dem einen hinterher. Ich weiß auch nicht. Der ist gerade mitten in die Wand reingerannt. Ist das hier das? Okay. Also das Auge sieht ja cool aus. So, sehr schön. Das ist mir übrigens aufgefallen, dass da zwei Portale sind. Einmal zur Hauptstadt zurück. Also nachdem wir, glaube ich, hier die Einführungsquest gemacht hatten, war das. Und einmal führte uns das nach Auridon. Ich vermute mal, dass das immer dahin führt, wo wir gerade die aktuelle Aufgabe haben. Krähe sitzt da. Reißt zum Flügel des Indrik, ja. Man sollte auch im Kopf haben, was man eben gelesen hat. Hallo Indrik, ich habe alle deine Aufgaben, naja, zwei davon, erledigt. Gut gemacht, Sterbliche. Ihr habt die Herausforderung gemeistert. Es verbleibt noch eine Aufgabe. Wenn ich euch meine Stärke leihen soll, müsst ihr mir die eure leihen. Macht für Macht. Eine wiedergutgemachte Untat. Und ein weiterer Schritt auf dem Weg. Welche Untat soll wiedergutgemacht werden? Meine eigene. Eines Tages, als ich mir die Sonne auf den Pelz scheinen ließ, sah ich einen Jäger, der einer Indrik und ihrem Kitz nachstellte. Der Jäger legte an und die Hirschkuh starb. Das Kitz sprang davon und der Jäger nahm die Verfolgung auf. Was habt ihr getan? Ich schritt ein. Ich verlieh dem Kitz einen Hauch meiner Macht. Aber da ich überhastet agierte, agierte ich unweise. Meine Macht beschützte das Kitz, ja, aber bezog auch den Jäger mit ein. Nun sind Raubtier und Beute in einer unendlichen Hatz gefangen. Könnte auf die Fabel hindeuten, aber die waren ja am Ende Freunde. Das Kitz zu retten war ein Fehler. Ich gewährte meine Macht einem Wesen, das nicht darum gebeten hatte und nicht wusste, wie man damit umgeht. Der Gipfel der Überheblichkeit. Eine Untugend, derer ich gelegentlich beschuldigt werde. Nutzt die Linse und nehmt ihre Fährte auf. Dann befreit diese armen Seelen aus meiner ziellosen Macht. Wo soll ich anfangen? Sucht das Kitz und den Jäger in einer Höhle im Süden von Auridon. Dells Grube nennt man sie wohl heute. Stellt diese falsch eingesetzte Macht wieder richtig, dann leihe ich euch meine Kraft. Ein Wegweiser auf eurem Pfad zur Beherrschung der Schriftlehre. Habe ich noch andere Fragen? Ich weiß nicht. Natürlich. Diese Hatz geht nun schon so lange. Ein weiterer Moment, der eurem Geist Klarheit verschafft
und eure Konzentration schärft, wird nicht schaden. Ja, ja, ich dachte jetzt, es kommen wieder die alten Fragen. Warum habt ihr dem Kitz eure Macht geliehen? Ich war bereits alt, als Ulf Sild und ich erstmals sprachen. Jahrhunderte ist es nun her. Mich gibt es schon seit vielen sterblichen Lebzeiten. Eine so junge, wunderschöne Kreatur am Rand der Vernichtung zu sehen. Ich handelte ohne nachzudenken. Am Ende stellte sich das als Fehler heraus. Ihr bedauert es so sehr? Die Wahrheit ist eine Form der Macht, Sterbliche. Und die Wahrheit lautet, dass ich schlechte Entscheidungen getroffen habe. Genau wie ihr. Vermutlich ist das eines der Dinge, die uns verbinden. Die Götter wollen, dass wir aus unseren Taten lernen. Und Versagen ist ein höchst effektiver Lehrer. Ja, den Rest haben wir ja im Endeffekt alles schon gelesen. Verfolgt das gesegnete Indrikitz. Ja, wenn ich durch die Tür schreite, sehen wir uns am Zielort wieder. So. Wir haben zwar hier die Höhle noch nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, doch mittendrin gibt es eine Quest. Aber die kenne ich natürlich schon. Unsere Marionetten, die Meereselfen. Ja. Oh, wir müssen erst noch... Okay. Wieso musste ich jetzt... Ach, da ist es. Hallo, könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen, bitte? Ich muss einem Rehkitz folgen. Ach, ihr geht mir auf die Nerven. Wieso kann ich nicht... Hä? Wenn ich da drin stehe, kann ich mich nicht heilen. Was ist das denn? Feiglinge. So. Hin? Portal zum Indrikpfad. Das ist alles so verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss oder wem ich hier... Achso. Ich wollte gerade sagen, sind das jetzt Gegner? Das war auch kein Portal. Nee. Und müssen wir rein? Also Wegschrein meinte ich, nicht Portal. Hallo? Ach da. Lauf doch einfach mit durch. Könnte dich auch heilen, aber wenn du da stehen bleibst und lieber kämpfen willst... Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Indrik? Der war doch gerade noch hier. Ist mir jetzt da runter? Okay. Oh, das sieht ja wie in dem Verlies aus hier. Mazatun. Muss ich mich eigentlich an den Indrik halten? Weil er zeigt mir ja eigentlich an, wo ich hin soll. Also rein theoretischerweise könnte ich doch meinen Weg auch so finden, oder? Na ja gut, jetzt zeigt er mir nur an, dass ich hier ran soll. Hallo. Oh.
mich jetzt veräppeln? Wieso kann ich das nicht benutzen? Hallo? Ist ja schön und gut, wenn ich entdeckt bin, aber ich will das zumindest nutzen können hier. Hä? Was ist das denn jetzt wieder? Leute. Ich kann das nur nutzen, wenn ich nicht entdeckt bin. Was ist das für ein Quatsch? Okay, wo sind wir jetzt? Das kommt mir so bekannt vor. War das nicht hier in Summer's End? Oder auf Ataeum? Kommt, kleines Kind. Ihr könnt mir nicht ewig entkommen. Ah. Sind wir dann nicht mehr beim Kids, sondern... Aber ich sehe hier nichts mehr. Also ich sehe jetzt ein Ziel, aber ich bin mir nicht sicher, wo das ist. Muss ich da komplett runter? Ich sehe auch auf der Karte irgendwie nichts. Das sieht so aus, als ob das ein Raum ist. Moment, hier. Mir entkommt keine Beute. Ihr nah, Hunde! Hunde? Das hat sich eher wie zerfleischende Wölfe angehört hier. Selves Tagebuch. Könnt ihr gerne durchlesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt damit zu tun hat. Ich glaube eher nicht. Nekromantie und so. Okay. Ach du Schande. Ich fühle mich so ein bisschen wie Indiana Jones hier. Wo haben wir denn einen neuen Punkt? Hallo? Das ist aber da hinten, oder? Verfolgt das gesehene Kind? Wie ich sagte, meine Macht überwältigt das Kind. Nicht meine Seele. Ein mächtiger Schutzzauber bindet es nun. Hebt ihn auf. Hab ich schon. Muss ich das mehr als einmal machen? Okay, man muss es zweimal machen. Ein kleines Wesen. Frei. Was zu tun? Ah, oh, natürlich. Ihr dürft mit uns zurückkehren, falls ihr dies wünscht. Ich erwarte euch in meiner Domäne. Ich gewähre meine versprochene Macht der, die sie erstrebte, und dem anderen sichere Zuflucht. Dem anderen? Wisst wie? Oder den anderen? Also ich vermute mal, den anderen... Die jetzt mit mir da waren, quasi. Das Kitz ist in Sicherheit. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Und ihr hattet, so hoffe ich, einen Augenblick, um über Macht und ihren weisen Einsatz nachzudenken. Was wird jetzt geschehen? Nun biete ich euch, wie schon Ulfzild vor euch, das Siegel des Indrik. Ihr werdet es zum Altar bringen. Und diesem meine Kraft übertragen. Die Macht, die ich euch übergebe, wird jeden Tropfen Tinte erfüllen, jedes Stück Pergament, jeden Strich und jeden Punkt auf der Seite. Wie wirkt sich das auf meine Schriftlehre aus? Bisher war eure Beherrschung der Kunst begrenzt. Mit meiner Unterstützung erweitert sich euer Horizont. Und bald auch die Sicht eurer Verbündeten. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Mühen, den Inhalt der Skola zu erkunden und zu katalogisieren, von Erfolg gekrönt sind. Nalia ist wieder zurück aus der Magiergilde? Eure Ritterin ist zurückgekehrt, begleitet von Verbündeten. Aber das kann warten. Sterbliche, Fabelträgerin, Freundin, nehmt meine Gabe an. Die Macht eines Erleuchteten der Magie. Ich nehme diese Gabe an, Indrik. Ihr habt meine Prüfungen bestanden. Ihr zeigt Weisheit bei der Nutzung eurer Macht. Nehmt mein Siegel. Lasst seine Essenz in den Altar fahren. Lasst erneut Tinte fließen.
verfügt über meine... Ja, ich komme hier nicht hoch. Das buggt. Tut mir leid. So, jetzt. Verstärkt den Altar. Ich kam unten nicht hoch, weil diese blöden Treppen mich da so ein bisschen abgefangen hatten. Und ja, oben musste ich das dann so mega genau im Endeffekt treffen. Ja, jetzt soll ich auf die andere Seite gehen? Jetzt bin ich verwirrt. Warum soll ich jetzt andersrum gehen? Das ist doch der gleiche Punkt. Wieso kann ich denn nicht so wie sonst... Also kann ich schon. Aber wieso soll ich nicht so wie sonst auch dann durch den anderen Teil gehen? Ich verstehe es nicht. Egal. So etwas sieht man auch nicht jeden Tag. Das muss ich Nalia erzählen. Schön, euch wiederzusehen. Ihr findet sie drüben im Ostflügel bei unserem Neuankömmling. Ach so, ja. Sie hat ja noch von Dritten im Bunde gesprochen, ne? Da seid ihr ja. Ich wollte euch vorstellen. Das ist Chronist Firandel. Schön, euch kennenzulernen. Nalia und ich haben die Bibliothek erkundet und ich fand, nun ja, einige überraschende Dinge. Firandel ist Chronist. Einer der Besten, die die Gilde zu bieten hat. Sprecht kurz mit ihm. Wir besprechen dann später, wie es weitergeht. Okay. Chronist Firandel zu euren Diensten. Chronist von Folianten, Schriftrollen, Skripturen und anderweltlichen Freuden. Schön, dass ich die Reise hierher antreten konnte. Ich denke, dass ihr meine Fähigkeiten auf dieser höchst unerwarteten Expedition durchaus noch schätzen werdet. Ist ein Hochelfe, ne? Wie war das mit dem Eingebildetsein? Aber ich denke mal, dass er recht hat. Welche Rolle erfüllt ihr hier? Mir wurde aufgetragen, diese verlorene Kunstform zu fördern, die ihr wiederentdeckt habt. Schriftlehre. Wie innovativ. Soweit ich das verstehe, werdet ihr diese Erleuchteten kontaktieren und davon überzeugen, dass sie den Altar wieder mit Macht versorgen und so weiter. Okay. Wie werdet ihr Schriftlehre fördern? Ich werde den Komplex nach Grimoires und Skripturen durchforsten. Einige habe ich schon gefunden, vielleicht mit Hilfe dieses, wie heißt er nochmal, Imdrik. Ich wurde noch nie zuvor von einem Kitz zu einem Hort uralter Geheimnisse geführt, aber es war ein aufregendes Erlebnis. Danke, Chronist. Keine Sorge, ich werde nach Kräften dafür sorgen, dass ich habe, wonach ihr sucht. Ich nehme meine Rolle als Chronist dieser Expedition äußerst ernst. Ich habe einige Fragen an euch. Aber natürlich habt ihr die. Fragt meine neue Freundin. Ich helfe euch gern, so gut ich kann. Sagt mir, wer den Text eingegeben hat. Nein. Der Indrik half euch dabei, Vorräte zu finden? Ich glaube ja. Ich habe eine rege Fantasie, das wird euch jeder bestätigen. Aber ich kann mir kaum andere Gründe vorstellen, warum ein Indrik-Kitz durch die Weiten einer uralten Bibliothek tappt, die aus Sommersend geschlagen wurde. Ob die anderen Erleuchteten euch wohl ebenfalls dabei helfen werden, Skripturen und Grimoires zu finden? Das hoffe ich doch. Dieser Ort ist riesig und jede Unterstützung, die sie uns bieten könnten, wäre höchst willkommen. Richtet ihnen das von Chronist Firandel aus, wenn ihr mit ihnen sprecht. Was genau macht ein Chronist? Das ist ein etwas informeller Titel in der großen Hierarchie der Magiergilde. Er wird von ein paar Adepten, wie mir, weitergereicht, die ein Faible für das Finden und Entschlüsseln uralter Geheimnisse haben. Aber ihr verkauft Dinge. Ist Chronist nur ein schicker Titel für einen Händler? Ist es hier unten nicht wunderschön? Diese herausragenden Ziselierungen an den Wänden. Als die Jüngerin hier diesen Ort beschrieb. Nun, ich musste einfach mitkommen. Und ich bin so froh, dass ich es getan habe. Mhm. Und wann bekomme ich die Antwort auf meine Frage? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Nun gut. Hat die mich jetzt erschreckt? Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich weiß, dass es eine Weile gedauert hat, uns alle hier runterzubringen. Verzeiht. Bei Erzmagier Galerion und der Kommandantin der Jünger war eine Menge Überzeugungsarbeit nötig, bis sie uns eine größere Expedition genehmigten. Wie ist es mit der Krähe gelaufen? Ich bin meinem ersten Erleuchteten begegnet, dem Indrik. Und habe seine Kraft dem Altar geschenkt. Ihr beeindruckt mich immer wieder aufs Neue.
Der Altar hat nun die Macht eines Erleuchteten und wer weiß, was ihr jetzt alles vollbringen könnt. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist die Gildenleitung höchst interessiert an der Kunst der Schriftlehre. Heißt das, dass ihr hier in der Schola bleiben werdet? Fürs erste Jahr. Ihr müsst noch mehr Erleuchtete finden. Dieser Komplex muss erkundet werden. Und die Geheimnisse der Schriftlehre warten nur darauf, der Vergangenheit entlockt zu werden. Wie steht es mit euch, meine Freundin? Ohne euch würde es diese Expedition gar nicht geben. Ich bin hoch motiviert, Nalia. Packen wir es an. Magnus sei gepriesen. Scheiße. Wir konnten uns die Vorräte für eine umfangreiche Expedition sichern. Ihr habt euch mit eurem ersten Erleuchteten verbündet und der Altar brummt vor neuer Macht. Nicht schlecht für den Anfang. Holy shit. Was ist das alles? Moment. Also, wir erhalten Fokusskriptur. Das hat halt alles mit dieser Schriftlehre zu tun. Wenn eine Fähigkeit hiermit in ein Grimoire geschrieben wird, heilt sie. Okay. Achso, Heilung. Ja, steht ja noch darunter. Man sollte auch alles lesen. Gebundene Effektskriptur, Waisengenesung. Wenn eine Fähigkeit hiermit in ein Grimoire geschrieben wird, heilt sie über Zeit. Okay. Oh, jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Vor lauter Aufregung hier. Gebundene Affixskriptur, Entschlossenheit. Wenn eine Fähigkeit hiermit in ein Grimoire geschrieben wird, gewährt sie Entschlossenheit, was eure physische Resistenz und Magieresistenz erhöht. Das sind, glaube ich, so diese passiven Miteigenschaften, sage ich mal, oder? Also da ist ja jetzt nichts Aktives bei. Ja gut, heilen wäre jetzt aktiv. Gebundene Affixskriptur aus dem Gleichgewicht. Wenn eine Fähigkeit bringt sie aus dem Gleichgewicht. Ja gut, das steht für sich selbst. Leuchtende Tinte. Benutzen, um Skripturen in Grimoires niederzuschreiben. Oh nein. Das war damit gemeint. Also ich habe mir schon sagen lassen, dass man wohl so eine Art Währung, also wie natürlich auch andere Sachen, wo wir was mit erstellen, brauchen, damit wir überhaupt was herstellen können. Und anscheinend ist das genau diese leuchtende Tinte. Schreibt es mir hier gerne in die Kommentare, wenn ihr jetzt schon wisst, wo man außerhalb von dieser Quest, also ich hoffe, wir kriegen noch mehr, wo man noch leuchtende Tinte bekommen könnte. Ob es da spezielle Orte gibt, wo man die eventuell farmen kann oder ja, ob das absolut random ist, wo ihr vielleicht schon mal welche bekommen habt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil das würde mich echt mal interessieren. Und ich würde halt auch gerne auf Alphawölfin eine gute Anleitung zu dieser ganzen Sache machen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin noch sowas von komplett am Anfang. Da brauche ich noch gar nicht drüber nachzudenken gerade. und wir haben ein Upgrade freigeschaltet. Siegel des Indrik-Erleuchteten. Ermöglicht den Kauf von Grimoires und, ach so, und Skripturen bei Chronist Firandil. Das war dieser komische Hochelfe da eben. Also streich das komisch. Ihr wisst, was ich meine. Sowie den Zugang zum Ausbildungsraum. Dadurch erbeutet ihr bei Feinden selten auch Tinte. Ausbildungsraum. Heißt das, weil das jetzt freigeschaltet wird damit, kriege ich automatisch hin und wieder Tinte? Oder heißt das, ich muss im Ausbildungsraum jemanden umbringen? Also ich verstehe es so, dass man das passiv dann bekommt. Gut, nehmen wir jetzt mal so hin. Wie es weitergeht, liegt an euch. Sei es Greif, Netch oder Drache. Wir haben ihre Fabeln in der Haupthalle gesammelt. Falls ihr Fragen habt, dann sagt Bescheid. Sofern ihr nicht wissen wollt, was hinter der unbeschrifteten Tür ist. Wir wissen nicht, was jenseits der unmarkierten Tür liegt. Das war, glaube ich, diese eine Tür in der Mitte, meine ich. Das tun wir nicht. Juliane und ich haben schon gemutmaßt, basierend auf vagen Hinweisen. Wenn wir raten müssten, ist das Ulfsils privates Arbeitszimmer. Aber wir werden es wohl herausfinden, oder nicht? Ja, schade. Ich dachte, es hat jetzt was mit mir zu tun, dass wenn man alle anderen betreten kann, sage ich mal, dass dann das letzte Zimmer für mich ist, sozusagen. Habt ihr die Krähe gefragt? Das tat ich und sie war ein wenig mysteriös. Also noch mysteriöser als sonst. Manchmal ist es schwer zu sagen bei einer magischen, sprechenden Krähe, aber es kam mir vor, als wollte sie nicht darüber reden. Können wir weiter über den Chronisten sprechen? Ihr meint Firandil?
Ich habe mich an ihn gewandt, während ich darauf wartete, dass die Kommandantin der Jünger mir einen Auftrag erteilt. Ich habe in der Vergangenheit bereits mit ihm zusammengearbeitet und er ist... ungewöhnlich. Aber eindeutig der Beste in seinem Fach. Scheinbar ein bisschen selbstverliebt, ja, aber ansonsten wirkt er halt sehr nett, aufgeschlossen und hilfsbereit. Ich vermute mal, solange er Gold dafür bekommt. Er wird also die Dinge verkaufen, die wir hier finden? Absolut. Wir verlassen uns darauf, dass er uns sagen kann, was nützlich ist, was wertvoll und was nur Altpapier. Er sagte mir, dass der Altar bereits entlang seiner transmutativen Achse vibriert. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, aber ich glaube, es ist gut. Und ich denke, das hört sich irgendwie pervers an, aber was macht er so? Firandel hat ein Talent dafür, Dinge in die Finger zu bekommen, mit denen man nie rechnen würde. Als hätte er einen sechsten Sinn, was uralte Relikte und Magie angeht. Er ist im Wesentlichen ein Schatzjäger und Händler. Aber er ist extrem zuverlässig. Okay. Nun gut. Oh, da hinten ist wieder so ein Echo. Sagt die uns noch was? Man kann zumindest mit der sprechen. Und wir haben noch ein Buch gefunden. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Das ist allerdings ein Tagebuch, deswegen werde ich das jetzt natürlich nicht durchlesen. Ist das jetzt sein Begleiter, der da hinten gerade auf den Tischen hüpft? Okay, mein eigener Begleiter hüpft ja auch gerade auf meinem Tisch rum. Ich glaube, das ist alles nicht so schlimm hier. Ich würde sagen, die Folge ist wahnsinnig lang geworden, dass ich die auf jeden Fall in zwei Teile unterteilen werde. Ich muss mal gucken, wie ich das machen werde. Und dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ja, mein Schätzchen, du bist noch nicht dran. Wir sehen uns doch nachher wieder. Dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann, ja, ich gehe mal davon aus, mit dem nächsten Erleuchteten in der nächsten Folge weitermachen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.